Hallo, da sind wir wieder mit GTA Online. Und weiter geht's, Route 68 mit den Slay-Leuten. Oh. Ich weiß aus Erfahrung, dass dieser Wagen scheiße ist. Da tut sich nichts bei den beiden. Nehmen wir den mal. Yay! Bereit zum Spielen! Bin ich cool. Oh. Bäm! Immer ein Smile im Fresschen. Der Hyundai-Verschnitt ist nämlich ein Fronttriebler und der eine Typ hat sogar einen Getune. Von alle hier mit der Rage-Farbe läuft bei denen. Boah. Herr mit seinem Gepimp. Was war das? Danke, Terminator. Ach, den Spaten kennen wir doch. Der hat doch mit dem 616 noch eine Rechnung offen hier. Ja, eine kleine Kackbude, habe ich gehört, ist der. Ja, also echt, also Autofahren, ey, den will ich im Real Life nicht begegnen, den Leuten. Wenn die nicht mal im Spiel fahren können, dann sieht das im echten Leben, glaube ich, ganz anders aus. Ich hänge mich mal an meinen Kollegen die Tante ran, an die Tante hier. Oh, guckt euch mein Glück wieder an. Der schert genau so aus, dass ich reinfahre. Letzter. Also heute läuft gar nicht bei mir. Naja, was soll's, so ist das Leben, ne? Kukuluru! Ja, jetzt aufholen, das wird auch nichts, guck mal, wie weit die weg sind. Boah, Terminator, du bist echt nervig. Hallo Saraza. Ich fahr mal vorbei, geschmeidig. Da kommen wir jetzt wieder nicht vorbei. Also der die KI hier, ne, die fährt sich auch einen heißen. Mal hat man Lack, mal hat man Pech. Ich trau mich gar nicht da an dem vorbeizufahren. Ja. Da war wieder so einer dieser geilen Crashs. Irgendeiner kommt glimpflich davon. Immer. Neunter. Naja, die Hälfte haben wir hinter uns. Knapp. Fast. Hier ist schon wieder so eine rollende Straßensperre. Naja, immerhin Neunter. Hätte Börser ausgehen können. Aber der Start wurde uns vermiest. Und ich wette, ich fliege jetzt gleich wieder raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber naja. Immer dieselbe Scheiße. Ich fliege immer raus. Wenn wir, hier einen neuen Modus oder eine neue Karte auswählen. Direkt tritt in den Arsch und raus. Keine Ahnung, woran es liegt.
Oder Ryder bewertet auch immer alles negativ. Läuft bei dir echt. Scheint auch so ein Crash-Kumpan vielleicht. Wer weiß. Walle, Heidel und Tobi. Da läuft's wieder nicht, oder? Was ist los? Diese ewig lange Hockerei in der Lobby, ne? Das ist schrecklich. Naja, währenddessen kann ich ja mal auf meinen Ordner schauen. Oh, es geht. Ja, dann Ordner zu. Ich nummeriere mal kurz. Ha. Raus aus dem Spiel. Warum? So. Was los? Was ist los, Freunde? Vermutlich wollen sie das auf anderem Wege machen, wer weiß. Pure Action. Stimme für den nächsten Job ab. Ich gehe gleich direkt in den Passivmodus, weil ich weiß jetzt schon, dass da wieder so ein paar Spezialfreunde dabei sind. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Steht denn da? Der Walle. Ich denke mal, die geht eh gleich weiter. Mal die Tanke besuchen. Warum blinkt der denn hier die ganze Zeit auf dem Radar? Keine Ahnung. Der blinkt sich dann heiß. Hat hier kein Geschäft drin ist, ey, verstehe ich auch nicht. Slay Massive Soccer Mode, okay. Zack, zack, zack. Oh. Kombi. Der Walle hat die Flagge. Ich denke mal, das geht gleich weiter. Ja, ist immer kompliziert. Weil man mit den Leuten, die nicht im Teamspeak ist, weiß man nicht genau, was man jetzt machen soll. Ob direkt wieder eine Mission ansteht oder. Immer so eine Frage. Huch. Hä? Ich war kaputt, Junge. Oh, meine Nase juckt. Oh yeah. Boah, ich muss mal wieder Muni für hier Granaten und so C4 kaufen. Ein paar Hoffbomben. Raketen habe ich auch keine mehr. Mensch. Huch, sind ja nur noch wir hier. Hä? Die sehen, wie
einer von denen. Ich glaube, Walle war's. Hä? Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Merkwürdig. Ah. Vielen Dank, Sarazar, für die Einladung. Dann geht's endlich weiter, Freunde. Ey, steht heute Let's Play Onkel auf dem Speiseplan beim Walle? Ich verstehe das nicht. Mein Super Destruction Derby wird gespielt. Ich weiß jetzt schon, die Folge wird gigamäßig groß im Rendern. Oh. Let's Play Onkel, immer. Jetzt haben wir Let's Play Massive Inferno gespielt, haben sie mein Wildwater Slide und die Super Destruction Derby steht jetzt an. Ich weiß nicht, Walle, entweder hast du einen guten Geschmack, voll nicht eingebildet. Es freut mich auf jeden Fall, macht mich happy. Aber Leute, wir machen eine kurze Pause bis dahin, weil es wird etwas länger dauern, glaube ich. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal, euer Onkel. Ciao!